Wir sind jetzt angekommen bei der Bayern-Garage. Was war das jetzt für eine Mühle? Komm, oh, das ist gut hier. Platte. Hier sprichst du immer zum Volk. Wahnsinn. Ja, ja, genau. Wir haben einen Kunden, glaubt, der hat 600-700 Autos im Jahr genommen. 17 Kilometer hat der Wagen runter. Kurzer Tipp zum Einfahren, eine Bedienungsanleitung halten. Nach 4 Stunden Fahrt tut mir der Rücken, dieser brutalen Kiste. Tut der Rücken weh, mir ist schlecht, weil ich die ganze Zeit auf dem Laptop geguckt habe. Das passiert mir eigentlich sonst nie, aber in dem Auto schon. Dem Auto passiert ja alles. Wir sind jetzt angekommen bei der Bayern Garage. Was machen die? Autos. Die verkaufen Autos. Ihr wisst ja, wir machen Autocontent, also passt das ganz gut zu uns. Praktisch, sehr praktisch. Ja. Und dort haben wir vor ein paar Monaten was Neues bestellt, Freunde. Und das holen wir heute ab. Oh, das ist es. Das sieht schon mal gut aus. Schön mit dem Renault hier reingebogen, du. mit der riesigen fetten Höhle, du. Aber schönes Wohngebäude, du. So, wo stellen wir das Ding hin zum Verkaufen, hä? Na, hier gleich, hier ist eine Lücke, fahr hier rein. Die Lücke nehmen wir, die Lücke nehmen wir. Jetzt hat er einen reingeklatscht. Der kann doch bestimmt selber einparken, ja. Stell dir mal vor, jetzt noch einen reingedroschen hier in das Auto. Da haben wir da einfach gleich ein Verkaufsschild dran. 17,9 zum Mitnehmen. So, na los, gehen wir rein hier. Komm. Oh, das macht optisch hier schon mal einen sehr schönen Eindruck. Einige sind Autos am Start, war ja. Bayern Garage macht auf jeden Fall mehrere Fahrzeuge, also nicht bloß eine spezielle Marke, sondern die sind relativ markenoffen. Eigentlich alles, oder? Eigentlich. Oder gibt es was, was die nicht haben? Na, das können wir gleich mal fragen, ne? Ach, viel BMW auf jeden Fall, weiß ich. Viel BMW. Mhm. Ganz komisch in Bayern. Die haben auch immer spezielle Konditionen, deswegen auch für euch vielleicht dann in der Zukunft. Ja, ja, Lotus, guck mal. Hier geht so einiges. Mal Bentley, ja. Können wir gehen schon mal ran. Also eingerichtet ist ja schon mal geil. Passt, ne? Ja, passt. Ja, passt. Tschüssi. Der Businessmann noch. Ja, Bock auf ihn noch dran. Servus, mein Herz. Hi. Daniel, grüß mein Bruder. Servus, hi. Gut hergekommen? Ja, doch. Ja. Der typische Satz, den du zu jedem Kunden sagen musst, ne? Gut hergekommen. Nee, wir hatten noch ein super Auto. Ja, muss man wirklich sagen. Was war das jetzt für eine Mühle? Komm, steht vorne schon zum Verkauf bei euch, haben wir euch hingestellt? Wir haben schon mal ein Schild dran gemacht. Ist ein Renault. War das jetzt das günstigste, was man hier runterfahren kann, oder? Zwar alle Mietwagen waren ausgebucht. Es gab keine Kompaktklasse oder irgendwas. Geil. Und deswegen haben wir das bekommen für 80 genau. Euro. Der ist jetzt vom Baumarkt, die denken eigentlich, dass wir nur kurz vor Möbel wegfahren. Geh aus. Ja? So, Freunde, fertig mit Essen. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns hier mal die wunderschönen Räumlichkeiten an. Ja? Ich drehe die Kamera, damit das Bild auch schön ruhig ist. So, gehen direkt mal die Treppe hoch. Das ist jetzt quasi nie der Kundenbereich, hat er gesagt. Ja, aber ey, wirklich ein gutes. Ach so, aber hier können wir ja mal reingucken. Alter, was gibt's denn für einen Kuchen? Oh, muss ich kurz filmen. Vor allem auf dem Teller ein Stück. Das ist doch gefühlt für drei Leute, Alter. 5000 Kalorien pro Stück. Also hier, da ist für uns so die ganze Abwicklung. Hallo. Hi. Hier sitzt Alter. Die Frau meines Chefs. Hier ist der Jens, ursprünglicher Dresdner. Ja, ein Ring. Ursprünglicher Dresdner, sympathisch. Auch hier Backoffice-Abteilung, Spedition, Platz, Preisauszeichnung, Mietwagengeschichte. Mhm. Oh, schön gemacht hier mit dem LED. Ja. Ja? Ich muss jetzt nochmal am Kuchen vorbeilaufen. Das ist wirklich. Hat schon ein bisschen Bock, aber ich bin eigentlich schon vollgefressen. Also, Entschuldigung. Konferenz. Oh, das ist gut hier. Das ist. Jawohl. Auch schön hier, ne? Das ist ja mega. Mit grünem Ausblick. Da geht die Sonne unter. Das ist halt schon. Also gemütlich habt ihr das hier auf jeden Fall. Ja, der kam auf die geile Idee, so einen Raum hier einzurichten. Vor allem sind das auch so geile Kugeln hier, Mann. Hochqualitativ, gell, der Tisch. Ja? Ja, hab ich mir sagen lassen. Ich hab keine Ahnung davon, aber. Krass. Einfach royal. Ich bin nicht so, aber. Ach hier, guck mal schön mit Bauer. Ja, das hab ich ja, das riecht echt gut. Nie gesehen hier mit der Kamera. Sympathisch auf jeden Fall. Ja. Hier, ein paar ordentliche Kös. Ja, wirklich, das ist wirklich toll. Mhm. Servus. Hi. Das ist ja geil gemacht. Hier liegt bestimmt schon die ein oder andere Party. Zu Anfangs waren hier noch die Weihnachtsfeiern oben, aber jetzt ist es zu groß. Mhm. Zu groß. Zu klein. Ja. Riecht cool gemacht. Also schön habt ihr es hier auf jeden Fall, ja. Das da uns mal ganzen Korn hier. Guckt's mal auf den Platz, ey. Hier sprichst du immer zum Volk. Wahnsinn. Ja, genau. Den haben sie für 3,50 im Monat. Da drüben, für 400. Bei uns ist es halt so,
dass wir zu Hochzeiten ja nicht nur 5, 6, 7 Auslieferungen haben, sondern oftmals wird ein Flottenkunde bedient, der hat dann am Tag 50, 60 Auslieferungen. Das heißt, wir gehen nicht mit der Tasche zu den Zulassungsstellen, sondern oftmals im Karton oder in der Box. Das siehst du aber hier alles nicht, ne? Weil wir eben ja nicht nur hier das regionale Geschäft machen, sondern eben auch die kleineren Autohäuser. Was heißt kleinere Autohäuser? Wir haben einen Kunden, glaube ich, der hat 600, 700 Autos im Jahr genommen. Ja, und das musst du halt oben bewerkstelligen, nicht hier. Nein, das kannst du nicht bewerkstelligen. Das heißt, du brauchst oben eigentlich die Manpower sozusagen oder in dem Fall bei unsere Damenpower und da gehen einfach nur noch die Zulassungen raus. Eigentlich völlig. Da wird dann keine Schleife mehr ums Auto gemacht. Völlig Wahnsinn, was abgeht. Nee, bei 700 Fahrzeugen machst du keine Schleife mehr ums Auto, das stimmt. Wirklich schattig aus. Ne? Also, ist das echtes Rindsleder? Wie so eine Zigarren-Lounge. Ja. Das ist gut. Hier, wir haben auch schon einen schönen Espresso hier drüben genossen. Ja. Sieht nämlich auch einfach fantastisch aus hier. Also einrichten, das könnt ihr schon hier, ne? Also ja. Ich muss sagen, komm mal in ein Autohaus, das sieht ja eigentlich nie so geil aus. Und weißt du, was auch übelst geil ist? Du siehst ja schon die Vielfalt, ne? Hier hast du einen Kia, hier hast du einen Bentley, hier hast du wieder einen Touran. Zack, und dort hinten hast du einen Mustang und hier hast du einen M35i. Also komplett querbeet, ne? Das ist schon krass. Und was ist denn jetzt Besondere bei euch? Also wo zum Beispiel preislich? Wo liegt man jetzt hier preislich? Weil wir kommen ja gleich zu meinem Auto, was wir bestellt haben. Ne? Da bin ich auch sehr gespannt. Ich freue mich schon, das Ding abzudecken. Ne? Aber wo liegen wir im Kia zum Beispiel? Wo gehen die los? Ungefähr? Also die Kia, die habe ich hier. Wir machen immer eine Zulassung drauf, damit er halt echt im Preis interessant ist. Monatlich kann ich dir den berechnen für 95 Euro. Und da sind wir schon echt ganz, ganz weit vorne. Also alternativ habe ich hier noch so ein gelbes Schmuckstück stehen. Das ist ein Ford Mustang V8. Sehr gut. Wir verkaufen das Auto für 54.000 Euro neu. Mal kaufen ist nicht gleich alles. Farbe ist aber gut, muss ich sagen. Ne? Wir haben hier ein Neufahrzeug eben auch mit einer Zulassung versehen, damit der Preis interessant ist. Den kann ich dir auch ganz geil rechnen. Da sind wir bei monatlicher Rate 10.000 Kilometer, 399 Euro. Das ist aber für so ein Auto mit V8 noch relativ günstig, ne? So ist es, ja. Also meine Zinsen werden auch immer teuer, immer höher aktuell. Wir haben Möglichkeiten, um nette Sachen zu machen, um schöne Raten darzustellen. Da müssen wir einfach individualisieren und ich denke, haben wir ja bei dem Auto für mich auch hinbekommen. Genau, so ist es. Das Besondere bei der Bayern Garage ist, ihr seid Großabnehmer. Ihr seid kein typisches VW-Zentrum oder kein typisches Mercedes-Zentrum, was sagt, pass auf, Kunde kommt rein, bestellt ein Auto für sich und kommt an. Ne? Das gibt's hier nicht. Ihr habt ganz andere Bedingungen, weil ihr nehmt Masse ab. Ihr bestellt die gleich in 10, 15 Stückzahlen, ne? Damit ihr die quasi besser verteilen könnt und habt auch andere Möglichkeiten und Preise auf die Autos logischerweise dann. Ne? Richtig, also wir nehmen Fahrzeuge wirklich in Mehrfachstückzahlen ab, um halt einfach die Abnahmemenge generieren zu können. Oftmals ist die Abnahmemenge maßgebend für den Preis. Bei uns bekommt man aktuell Tagesbestpreise. Das heißt, wir arbeiten hier wirklich mit Nachlässen, die nicht alltäglich sind. Möchten die, bitte um Verständnis, einfach auch nicht groß weit tragen. Das heißt, nur ganz kurz zu unterbrechen, Freunde, das heißt quasi, es wird nie heißen, heute gibt es 20% auf das und das Auto, sondern das wird immer so funktionieren, man meldet sich beim Flo, da blenden wir alle Daten dazu ein oder sagt einfach lieben Gruß von RD48 und dann weißt du auch Bescheid. Und dann sagt ihr euch, pass auf, wenn ihr das und das Fahrzeug wollt, den Mustang, kann ich euch das und das möglich machen. Aber es wird nie mit genauen Prozenten geworben nach außen. Nein, also richtig. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, tolle Nachlässe zu generieren. Wir sind aber der Meinung, wir müssen nicht immer um die Nachlässe sprechen, sondern schlussendlich geht es darum, dass der Kunde bei uns zufrieden rausgeht. Das ist natürlich auch irgendwo ein Nachlassthema oder ein Kaufpreisthema. Für uns ist es wichtig, dass alle glücklich sind und alle sind dann glücklich, wenn wir auch noch ein paar Euro verdient haben, wenn wir nett uns unterhalten haben und da vorne Espresso genommen haben. Ja. Also können wir ja eigentlich unten hier mal deine Daten einbinden, wo sich Leute mal melden können, genau, oder? So ist es. Und dann kann man sich ein individuelles Angebot machen. Ich würde ja mal schätzen, dass es so große Unterschiede oder kleine Unterschiede, je nachdem gibt, ob Gewerbe oder Privat, oder? Weil das ist ja bei vielen immer noch mal so ein Thema. Viele Angebote, die irgendwo stehen, sind meistens nur für Gewerbetreibende und. Das ist tatsächlich ein Thema. Das heißt, ein Gewerbetreibender wird das ein oder andere Mal die ein oder andere bessere Rate bekommen. Wie wir das kalkulieren können, da können wir dann einfach gerne pro Anfrage ins Detail gehen. Wir haben aber genauso die Möglichkeit, auch für einen privaten Nutzer, Nutzerin einen tollen Nachlass, ein tolles Angebot darstellen zu können. Das ist doch geil. Und den Bentley könnte man theoretisch auch mitnehmen, wenn wir wollen. Genau. Also bei uns gibt es tatsächlich auch Fahrzeuge, gehen los bei 12.000, 15.000 Euro aufwärts. Das heißt, das Fahrzeug für jedermann, den Zweitwagen oder auch das Fahrzeug für kurze Wege. Wir haben aber auch das ein oder andere
wie möchten wir es nennen, Schmuckstück hier stehen. Exklusivere Fahrzeuge. Das heißt, hier sind wir im Bentley Continental GT Speed. Wir haben einen W12 Motor. Das Fahrzeug ist relativ wenig bewegt worden. Verkaufen wir als Halbjahreswagen. Also eigentlich die komplette Palette hier abgedeckt, ne? Genau so ist es, ja. Das hier, der wäre aber nichts, oder was? Das ist meine Auslieferung morgen. Schau mal her, da ist der Bildschirm oben drin. Ey, der fährt runter, das ist fix. Zeig mir her hier den Korn. Ach, das Riesending hier. Uiuiui, das ist aber groß. Ja. Setz dich mal da vorne rein. Da meinst du, sitzt im Sofa. Du bist ja so ein absoluter Spezialist. Oh ja, der ist gut, der Sitz. Wirklich? Ja, den müssen wir. Vergleich mal mit S-Klasse, du bist ja eine neue S-Klasse schon gefahren. Na gut, jetzt nach 3 Sekunden muss ich mal kurz überlegen. Aber du hast doch genau 2. Das ist schon sehr bequem. Ja? Das ist schon wirklich gut, ja. Das ist schon wirklich geil. Ui. Hey. Elektrische Zündung. Krass. Also ich muss wirklich sagen, mit der Front tue ich mich noch ein bisschen schwer. Was? Nehmen wir das Ding für dich oder was? Rolex. Was also, kostet denn der Liste? Ich habe keine Ahnung. Und du arbeitest hier, oder was? Na, guck mal, es gibt keinen normalen Türöffner mehr, sondern nur noch eine Taste. Krass. Und hier, Alter. Diamanten. Einfach die Diamanten. Boah, shit. Und jetzt scharf. Wahnsinn, hä? Voll ich muss sagen, hier. Innen ist das Auto mega. Außen holt es mich noch nie ganz ab. Aber ich glaube, es ist dir auch in dem Auto völlig egal, weil du drinnen sitzt und einfach genießen kannst. Das ist schon ultra bequem. Also man sitzt wirklich wie angegossen, ne? Mhm. Das ist schon geil. Jetzt? Ach, jetzt kommt der Monitor. Das ist schon Wahnsinn, ey. Mit HDMI-Anschluss hinten sehe ich gerade. Warte, guck mal, wie groß der ist. Oh, hinten ist aber auch gemütlich, ne? Hinten ist noch gemütlicher. Wirklich? Oh, schön. Krass, der ist echt groß. Ja, also vom Sitzen her würde ich jetzt das schon vergleichen. Also finde ich jetzt genauso angenehm, muss ich ehrlich sagen. Aber da bin ich trotzdem ehrlich, gefällt mir das immer noch besser als wie das Display hier so. Gebe ich dir recht, ja. Diese neue Designsprache war nicht so ganz so. Ist immer noch schöner, finde ich, ja. So, komm, raus jetzt, ist ein Gebrauchter. Wie machst du das von zu? Von außen? Ah. Wir können eigentlich jetzt mal zum spannenden Teil kommen. Also, was haben wir uns rausgelassen? Ich habe morgen live gesehen, Freunde. Also wirklich, ich bin wirklich gespannt. Nee, du weißt ja noch gar nicht, was es ist, ne? Soll ich ihn abdecken und du willst dann gleich im Porn einsteigen? Ich würde es machen. Ja, ja, na klar. Los, komm, ich deck das Ding ab von hinten. Rupp ab. Los geht die wilde Fahrt. Muss ich sagen, in schwarz-schwarz halt. Aber wenn in schwarz-schwarz? Ah, es ist brutal, wirklich. Also liebe ich komplett, Alter, wirklich. Ich sehe hier als erstes, gewinnt die Federn H&R Spurplatten, dann ist schon mal perfekt. Dann sind wir schon aus dem Rennen. Ich muss wirklich sagen, der M3 ist für mich aktuell, was neue Autos angeht, das 9+Ultra. Auf jeden Fall, die also machen gerade echt viel richtig, ne? Ja, also gerade in dieser Klasse. Ja. Muss ich selber sagen, dass Audi und auch Mercedes sowieso mit dem aktuellen Vierzylinder, ne? Aber selbst Audi, finde ich, hat da irgendwie noch nicht so richtig einen rausgehauen, wo man sagt, oh ja, brutal. Ja. Wisst ihr? Das macht BMW wirklich schon geil gerade. Wie geil das Ding ist. Guck mal, Carbondach. Und das Geilste ist, Freunde, wir haben mit Schalen genommen. Guckt es euch an. Schwarze Carbon-Schalensitze. Oh. Das sind die geilen zum Durchgreifen, Alter, ne? Alter, das ist so geil. Das sitzt sich, wenn du das mit dem 7er vergleichst, sitzt du wirklich. Du sitzt einfach wirklich wie in so einer gegossenen Schale. 17 Kilometer hat der Wagen runter. Wir haben uns nie lumpen lassen hier. Das bedeutet, du hast noch 2000 vor dir. 2000 einfahren. Also, das wird jetzt noch. Ey, das Aussteigen. Ja. Das ist ja so hoch. Wenn ihr wollt, können wir dann später noch mal kurz den Kollegen anrufen, der unseren M3 fährt, wie er das mit der Einfahrkontrolle gemacht hat, dass er dir da vielleicht den ein oder anderen Tipp dazu gibt. Also ich meine, dass der, oder weißt du das, wie das war? Der hat kein 1000 eingefahren. Nee, ne? Nee, jetzt bis heben würde ich auch alles normal fahren und so erstmal. Aber wenn das normal funktioniert, ich würde es so nicht übertreiben jetzt, ne? Aber dass du mal durchlädst und so, ist ja normal eigentlich. Ja. Sollst du nicht auch einen Querfahrer mit der Bude Weste im Endeffekt, aber... Schön. Zeig mal Arsch, komm. Lass uns mal gemeinsam Arsch angucken. Muss auch sagen, übrigens Limousine für mich mein absoluter Favorit. Touring auch geil, aber Limo finde ich wirklich am allerschönsten. Coupé, also M4, holt mich gar nicht so ab, muss ich alles machen. Limousine ist das absolute. Ich muss sagen, Touring ist halt schwer mein Favorit.
Aber seht, ich würde sagen, wir hatten jetzt eh schon mit Frohlichs lange überlegt, Freunde, was wir hier machen für ein Froli eigentlich, ne? Ob wir noch was anderes finden vielleicht. Wir können ja mal über den Hof gehen dann. Weil ja, eigentlich hat Frohlichs ja schon immer Bock auf einen geilen SUV, der 3,5 Tonnen ziehen kann. Wegen Audi halt, ne? Ja. Für ein S4 eigentlich ein sinnvolles, nutzbares Fahrzeug. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Das wäre kein sinnvolles Fahrzeug für dich gewesen, ne? Nee, war an die Kiste. News. Warte, ich stell mich hinter, hä? Der hat sogar einen Klappenschalter, krass. Ich stell mich hinter fürs Kondenswasser. Die ist schon an. Gibt's hier einen Spezialmodi, wo die gleich mit Klappe auf aufgehen? Hier, hab ich sogar gesagt zu dir. Der hat eine Klappentasse. Ja, ich weiß ja nicht, ob das reicht. Der wird ja, ja. Okay. Ja, gut. Ich würde mal ganz kurz sagen, niedlich. Ja, aber haben wir schon besprochen, nach 1000 Kilometern hörst du schon deutlich Unterschied. Das ist der Kollege, der den M3 fährt. Ah, sehr gut. Kannst du uns mal einen kurzen Tipp zum Einfahren geben? Kurzer Tipp zum Einfahren, eine Bedienungsanleitung halten. Ich muss was fragen, wo kommt sie her? Wow. Dresden. Bautzen. Ja? Ja, ja, sehr gut. Hey, einfach sympathisch mit. Ja, so, so Ossis unter sich. Ja, deswegen, die Ossis vermitteln den Ossis hier, wirklich. Wir haben es alle über die Grenze geschafft. Ja, das ist top. Geil. Wünsche euch viel Spaß, kommt gut heim. Danke sehr. Weil es ist keine so schöne Strecke, aber mit dem ja, Auto macht es ja, ein bisschen mehr Spaß. Aber geil, Flo, ich freue mich übelst wirklich. Das ist so geil, dass es geklappt hat alles. Schön. Bin jetzt echt gespannt. Verbrauch, was schätzt du? Ausreichend. 20er. Aber ich glaube, sparsam naja, kannst du schon fahren. Ne? Also, mei, was heißt sparsam? Das, du kannst den Wagen mit Sicherheit auch mit unter 10 Litern fahren. Die Frage ist, ob du Spaß daran hast. Nee, das macht keinen Sinn. Du kannst das Auto aber auch mit 24, 25 Liter fahren. Es liegt immer am Auge des Gasfußes. Richtig. Wir mieten das Auto jetzt offiziell ein halbes Jahr beim Flo. Genau. Gegen gewisses Entgelt und werden uns dann überlegen, ob wir das Auto bei uns in die Firma übernehmen. Mit einer Finanzierung oder sowas. Ja, aber erstmal schauen, ob uns das jetzt so taugt. Das wird sich jetzt zeigen. Den nächsten Tag. So Freunde, ein halbes Jahr später ist es jetzt mittlerweile schon. Wir haben das Fahrzeug jetzt 6 Monate, sind 16.000 Kilometer gefahren. Ich hatte jetzt seit den 6 Monaten einen Durchschnittsverbrauch von knapp 13 Litern, was für mich völlig okay ist. Das Einzige, was ein bisschen störend ist, ist der kleine Tank mit, ich glaube, 55 Litern. Aber 16.000 Kilometer ist schon, denke ich, beachtlich. Auch das im Alltag mit den Schalensitzen, muss ich wirklich sagen, hat sich bewährt. Also ich muss sagen, es hat mich am Anfang sehr gestört. Und guck mal hier übrigens vorne, das ist ein M3 Touring. Die Schalensitze, muss ich sagen, sind wirklich sehr, sehr geil. Ich liebe die mittlerweile, bin auch froh, dass ich die genommen habe, weil es hieß ja immer, ach hier, guck mal, grüß dich als M3-Fahrer. Für mich war das immer so ein Fakt, Schalensitze ja, nein, weil das ein Aussteigen jeden Tag schon nervig ist, aber ich habe mich so dran gewöhnt, ohne Scheiß, ich kann es auch nur jedem empfehlen. Bin wirklich mit dem Auto super zufrieden und für mich, ja, ist es die absolut perfekte Belohnung für den Alltag, weil ich finde, du steigst schon früh ein, du siehst das Auto draußen stehen in schwarz, es sieht einfach fett aus, du hast immer Spaß an dem Fahrzeug, das ist einfach ein so geiles Gefühl, ich kann das gar nicht beschreiben. Es weckt so viele Emotionen ein, wenn man hier früh einsteigen kann, in die Schale zu wissen, man fährt jetzt auf Arbeit. Das gibt ihm irgendwie das geile Gefühl, so wie, da weißt du, warum du es machst. Es gibt nichts, was ich bemängel an dem Fahrzeug, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja aber auch nicht so ein sehr, sehr kritischer Typ, wie der Frohlix manchmal. Was jetzt viele beschweren würden sich, ist hier oben, dass das ein bisschen so BMW-billig ist, gemacht ist. Ne? Und ja, das kann ich nachvollziehen, aber das sind so Dinge, da sehe ich drüber hinweg, weil das Auto mir von dem ganzen anderen drumherum so viel gibt, dass es mich einfach zufriedenstellt. Wir hatten ja überlegt, ob wir das Video überhaupt bringen. Und ja, aber haben uns jetzt dafür entschieden. Eigentlich wollten wir euch immer auf die Reise mitnehmen, deswegen haben wir auch gesagt, komm, wir zeigen das jetzt einfach mit dem Auto. Weil ich habe es eigentlich nur für mich gemacht gehabt mit dem M3. Das wollte ich einfach nur für mich haben, für meine innere Befriedigung, dass ich endlich so ein geiles Auto habe. Ich weiß nicht, was sagst du, Patrick, du bist auch schon mehrmals gefahren mit dem Auto mittlerweile. Das ist ein sehr gutes Auto. Ja, ne? Würdest du den selber auch holen? Ja. Ja, ne? Und Schalen willst du stören oder nicht stören? Nee, ne? Aber wenn nach 3-4 Stunden jetzt ein bisschen im Rücken, aber sonst, ja. wann fährst du mal 3-4 Stunden? Ja, also Langstrecke ist wirklich mit den Schalensitzen, ja, da gebe ich Patrick, Langstrecke ist ein bisschen schwierig manchmal, aber Frohlix zum Beispiel sagt auch, für ihn wären die Schalensitze gar nichts im Alltag, weil ihn würde es auch stören mit den Sitzwagen, mit den hohen hier und dann aus Einsteige immer, dass das sehr nervig ist.
Grund, um zu sagen, wir sind am Überlegen, ob wir das Auto jetzt final in die Firma aufnehmen bei uns. Es ist quasi, es läuft dann über Art Finanzierung, läuft das sozusagen über 2 Jahre. Und wie gesagt, das Angebot steht für euch auch auf jeden Fall. Also wer Bock hat auf ein cooles Auto, die haben wirklich sehr viel da bei Bayern Garage, das soll auch jetzt keine Werbung sein. Also wenn ihr Bock habt, einfach beim Flo melden. Nummer haben wir ja unten in der Infobox drin stehen. Und genau, sagt einfach, dass er von uns kommt. Und dann macht bitte Druck, der soll ein bisschen was Schönes für euch zaubern. Der kriegt meistens wirklich was Gutes hin, weil die echt andere Konditionen haben wie die meisten BMW-Händler oder was auch immer. Genau. Es macht einfach immer Spaß, das Auto wirklich. Und ich muss nur sagen, ich finde den Sound richtig geil. Aber den würde ich auch verändern. So, dann fahren wir jetzt kurz ins Büro zurück. Dann zeige ich euch mal schon außen, was ich machen würde an dem Auto. Und ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr das Auto fühlen würdet oder nicht. Also ich fühle es auf jeden Fall. So Freunde, also jetzt sind wir nochmal draußen am Fahrzeug. Ganz kurz, ihr seht es hier. Vorne viel zu hoch. Hinten finde ich, steht er für Serie relativ gut da. Ja? Auto ist jetzt nicht gewaschen von außen. Also ist gewaschen, aber hier schon wieder auf Wasserflecken. Also der M3 muss definitiv Spurplatten bekommen von Selo. Und ich würde die Gewindefedern von Selo auf jeden Fall bestellen, weil das macht doch am meisten Sinn bei H&R. Weil da kannst du, das Auto steht dann perfekt da. Dann habe ich gesehen, da gibt es noch ein geiles Modul, wo du hier vorne quasi die weißen Klarglas-Einheiten sozusagen so in Orange leuchten lassen kannst. Auch relativ geil. Ich würde gerne noch vorne ein Schwert drunter bauen. Und es gibt diesen geilen Vorsteiner Grill, den finde ich wirklich fett. Den hat auch Ole und viele andere noch. Und ich glaube auch Schäfchen. Da hast du diese Kennzeichenplatte hier nicht so. Das würde ich auch gerne noch machen. Und dann sieht das für mich eigentlich stimmig aus, das Fahrzeug. Abgasanlage würde ich noch etwas abändern. Und dann passt das soweit für mich. Software habe ich auch schon überlegt. Würde ich jetzt für mein Empfinden sagen, müsste man jetzt keine Software machen mit dem Auto. Also weil aktuell passt ja alles so super und da sehe ich jetzt wenig Grund. Und die Schwierigkeit bei der Software ist auch, du musst ja das Steuergerät jedes Mal einschicken, weil das ja hier noch kaum jemand flashen kann. Das ist halt auch noch so ein kleines Manko, aber ja. Und man hat noch Garantie fürs Auto. Ist jetzt die Frage, bin mir da nicht ganz sicher. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet an dem Auto, was ihr geil finden würdet und ob wir euch auf die Reise mitnehmen sollen bei dem Auto, wenn wir was dran verändern oder ob ihr sagt, nee, du, ist nicht unser Programm. Also haut es in die Kommentare, Freunde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis bald.